Geschlagen, gedemütigt, verängstigt. Und das alles nur für ein paar Zigaretten. So brutal richten 5 Halbwüchsige im Alter von 13 bis 15 Jahren die Kioskbesitzerin Renate K. aus Stuttgart zu. Der gemeine Überfall auf die 78-Jährige geschieht am helllichten Tag. Es war um 8.45 Uhr ungefähr. Da kam eine Kundin, die bezahlte normal. In dem Moment kam ein Bekleideter mit Kapuze ein, hat die Zeitung angeschaut und die Kundin habe ich kassiert, die ist raus. Und dann kam der Zweite reingestürmt, über die Theke gesprungen und mich gefasst und zu Boden gerissen. Und 50 Mal eingeschlagen auf mich. Während der maskierte Täter auf Renate K. einschlägt, versucht sein Komplize, die Ladenkasse zu öffnen. Ohne Erfolg. Rund 20 Zigarettenschachteln verstaut er stattdessen in einer Sporttasche. Dann flüchten die feigen Räuber und lassen ihr Opfer blutend auf dem Boden liegen. Ich bin sofort zum Telefon, ich war ja gar nicht fähig zu wählen. Da kam eine Kundin rein und hat sich um mich erst mal Polizei gerufen und hat sich um mich gekümmert dann. Ich habe geblutet, das ist über Blutspuren am Boden. Und die Jugendlichen sind keine unbekannten Gesichter im Lottoladen. Alles deutet auf einen Racheakt. Es hat mein Mann ja schon Tag vorher, kam es ja auch rein und wollten Zigaretten kaufen. Und sagte er, ja, ihr seid noch keine 18, kriegt keine Zigaretten. Erst nächste Mal kommen wir mit einem Baseballschläger, so ungefähr. Als Renate K.'s Ehemann seinen Kiosk betritt, erwartet ihn ein Bild der Verwüstung. Die Postkarten lagen hier verstreut, da konntest du kaum mehr laufen. Das Regal war rausgerissen, Sie sehen ja da oben, das war auch runtergerissen. Das war alles verwüstet. Meine Frau lag hier, als ich kam, saß sie auf dem Stuhl hinten. Vorher wurde sie hier in der Ecke festgehalten. Und wurde verprügelt. Gell? Immer wieder hat er aufs Gesicht geschlagen. Gell? Hat sie getreten. Das ist mir unverständlich. Ich sag ja, ich bin fassungslos. Gell? Doch wer sind die brutalen Täter? Jörg Gorowski von der Stuttgarter Polizei zum Stand der Ermittlungen. Der Jugendliche, der wo die Geschädigte zu Boden gestoßen hat und geschlagen hat, ist 14 Jahre alt. Es war noch ein 13-Jähriger mit im Laden und dann ein 15-Jähriger vor dem Laden. Standen vor dem Überfall noch ein weiterer 14- und 15-Jähriger, die bis dahin noch nicht bekannten, die wo während der Tatausführung wohl schon auch geflüchtet sind. Unglaublich, weil alle 5 Täter noch minderjährig sind, werden sie nach einer kurzen Vernehmung wieder freigelassen. Nachdem alle 5 Personen festgenommen worden sind, haben wir natürlich unsere ersten Identifizierungsmaßnahmen, Personalienfeststellungen und so weiter und erste Vernehmungen und so weiter durchgeführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft hat man sie dann den Eltern übergeben. In ihrer Wohnung findet Renate K. jetzt die nötige Erholung und ist dabei erstaunlich tapfer. Ja, das ist erträglich, der Schmerz. Das merke ich ja nicht so in Bewegungen. Ja, während dies und die Hand halt sehr, sehr wehtun. Derzeit wird Renate K. psychologisch betreut. In seinem Kiosk hat das Ehepaar inzwischen eine Überwachungskamera installiert.